Ja, heute geht es mal zur Mall of Arabia im Westen von Kairo. Der Grund ist allerdings nicht wirklich die Mall, die ist eher so ein netter Nebeneffekt. Der Hauptgrund ist, dass es dort drinnen einen Ikea gibt. Insgesamt gibt es in Kairo zweimal Ikea und wenn die Statistik online noch stimmt, dann sind das zwei von nur insgesamt drei Läden in ganz Afrika, was schon echt krass ist. Ich hatte in ein paar Videos ja schon gesagt, dass ich Ikea-Möbel liebe und daher wollte ich, wenn ich mal die Chance habe, mir das genauer ansehen. Am meisten interessiert mich die Auswahl dort, also haben die genau die gleichen Produkte wie in Deutschland oder gibt es hier große regionale Unterschiede? Wie ist das Preislevel hier? Aktuell ist der Kurs 32,5 ägyptische Pfund für 1 Euro, das heißt, man muss halt alle Preise oder ich muss halt alle Preise durch 32,5 rechnen, um den Euro-Wert zu erhalten. Und was mich ebenfalls noch interessiert, ist die Verfügbarkeit und die Lieferung nach Hurghada. Die Verfügbarkeit war und ist ja in den aktuellen Zeiten immer so eine Sache. Wenn all die Faktoren dann stimmen, würde ich ja meine Wohnung zum Großteil gerne mit IKEA-Möbeln bestücken und hier und da dann handgefertigte Einzelstücke in Auftrag geben, um auch jeden Platz perfekt nutzen zu können, also sprich Einbauschränke etc. Ich weiß ja jetzt, dass es easy und günstig ist, mit dem Bus kurz mal von Hurghada nach Kairo zu fahren. Dann würde ich halt wieder mit dem Bus um ja, 3 Uhr nachts losfahren. Dann bin ich um 9 Uhr in Kairo. Von der Busstation bis zur Mall of Arabia rechne ich dann ja mit einer Stunde. Dann bin ich pünktlich zur Ladeneröffnung morgens um 10 da. Dann habe ich auch noch Ruhe, denke ich. Und dann renne ich halt, ja, wie so ein Trottel mit Stiftzettel und Handy wahrscheinlich, 5 Stunden durch den Laden, um alles auszusuchen und zusammenzustellen. Das wird dann zwar ein ja, super stressiger Tag, aber dann ist die Geschichte halt auch durch. Und ich muss nicht 10-mal los, um irgendwas zu besorgen. Die Grundausstattung ist dann gesichert und ob ich jedes Kleinteil direkt habe oder halt 2, 3 Tage oder mal eine Woche drauf warte, ist mir dann auch egal. Aber mit einem Bett inklusive Matratzen, einer Küche und Licht bin ich dann eigentlich schon mal ja, glücklich und der Rest kann dann so nach und nach kommen und besorgt werden. Also so wäre dann mein Plan, abends auch gleich wieder zurück oder halt eine Nacht in einem Hotel bleiben. Das würde ich dann spontan entscheiden, je nachdem auch wie müde und kaputt ich bin. Ich denke, auf die 50, 60 € kommt es dann bei einer kompletten Ausstattung für eine Wohnung auch nicht mehr drauf an. Ihr seht im Übrigen im Hintergrund gerade die ganze Zeit laufen, wie wir an der Mall entlang fahren. Und man kann von außen schon gut erahnen, wie groß die ist. Die Mall selbst zeige ich euch auch. Allerdings erst morgen, da das Video sonst zu lang werden würde und der Upload dann wieder ewig dauert. Zur Mall of Arabia fahrt ihr im Übrigen circa 35 Minuten. Ich hatte den Screenshot jetzt eher ja, etwas später gegen Nachmittag gemacht. Hier ist es halt in Kairo wichtig, umso früher ihr morgens losfahrt, umso schneller kommt ihr auch überall an. Ich sag mal, bis 9 Uhr, 9:30 Uhr sind die Straßen noch relativ frei und dann wird es halt voll und ja, ich sag mal eklig. Also fahrt dann morgens so früh wie möglich los, dann schafft ihr es auch in 35 Minuten. Zur Mall selbst habe ich jetzt 140 ägyptische Pfund gezahlt, was unter 5 Euro sind, das sind circa 4,50. Ja, kleine Planänderung. Ich werde jetzt erst zum Ikea gehen. Also mein Fahrer, der steht ja hier noch, hat mich jetzt hier rausgeschmissen. Ich weiß noch nicht, ob ich es ins Video reinschneide, aber diese Mall ist unglaublich riesig. Also wir sind bestimmt jetzt nur, um hierher zu fahren, schon auf dem Gelände so 5 oder 6 Minuten gefahren. Also mit Auto und 30, 40 km/h. Also jetzt nicht wirklich geschlichen. Also ich glaube, das ist das größte Einkaufszentrum, was ich je gesehen habe. Die City Star Mall ist auch schon sehr, sehr beeindruckend, vor allen Dingen, weil es halt über viele Stockwerke geht und man sich da auch ja, schnell verlaufen kann. Also ich habe mich da zweimal verlaufen. Aber das hier ist, glaube ich, nochmal ein anderes Level. Also ich glaube nicht, dass es so viele Etagen hat. Also ich würde sagen maximal 3, eher 2. Aber dafür ist die Grundfläche unfassbar riesig. Also vielleicht schneide ich so ein ja, Vorspulen von der Mall mal rein ins Video. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erst in Ikea, weil wenn ich jetzt hier fertig bin, dann muss ich nicht mehr zurückfinden. Wir sehen uns also in Ikea wieder. Ja, da bin ich jetzt reingekommen und da hinten ist schon Ikea. Aber die Gänge hier sind auch riesig. Also Wahnsinn. Wahnsinnig riesig hier. Decathlon. Oh, Decathlon in Hurghada wäre auch so geil. In Deutschland habe ich den Laden geliebt. Ja, es sieht so aus, als wären es 2 Etagen. Hier überall Ikea. Sehr, sehr cool.
You're all I need.
Ciao.